Patch 1.5.0 ist jetzt live in Far Cry 5. Was das für euch bedeutet, erfahrt ihr natürlich wie immer bei mir. Dieser Patch ist ein relativ lange erwarteter Patch, denn wir hatten ja vielerlei Bugs und Sachen, die uns gestört haben. Lasst uns einfach mal gemeinsam schauen, was denn jetzt alles angepasst wurde, was wir erwarten können und ob wir uns darüber freuen sollten oder nicht. Als erstes gibt es jetzt hier die Möglichkeit, euren Charakter neu anzupassen. Das heißt die Optik des Charakters. Dafür geht ihr einfach ins Character Customization Menü. Weiterhin gibt es dann noch etliche Fixes, die einige von euch wahrscheinlich glücklich machen werden. Es gab wohl einen Deathloop, das heißt, ihr seid dauerhaft gestorben, immer wieder. Das wurde jetzt unter anderem gefixt, ich hatte das noch nicht. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr davon betroffen wart. Ich habe es jetzt, wie gesagt, noch nicht erlebt. Im Rahmen von Missionen und Quests gibt es auch einige Fixes, genauso wie im Bereich von Audio, aber ich sehe da noch nicht das, was ich wirklich sehen wollte. Weiter geht's dann mit ein paar kleinen Begleiterfixes. Auch da nichts wirklich Bahnbrechendes dabei. Im Bereich Gameplay und User Interface sind halt auch wieder nur einige Fixes zu finden, die eigentlich eine kleine Selbstverständlichkeit darstellen. Ich hätte mir da auf jeden Fall gewünscht, dass irgendwie der Tag-Nacht-Bug gefixt wird. Das habe ich jetzt hier in diesen Patch-Notes nicht gefunden. Alles andere waren eigentlich nur Kleinigkeiten, wie ich finde, und relativ unbedeutend in meinen Augen. In Sachen Koop und PvP wurde auch einiges verändert. Gerade der Arcade-Mode wurde ja von vielen verflucht und da ist das Rating jetzt fest. Das heißt, ihr habt euren Rang und werdet den nicht mehr los. Bei mir hat er sich, glaube ich, rund 8 Mal wieder auf 0 zurückgesetzt, beziehungsweise 1 dann, hat mich schon ein bisschen gestört. Ich habe zwar relativ viele Vorteilspunkte gesammelt, aber ich habe jetzt eh zu viel und weiß nicht mehr wohin damit. Von daher möchte ich lieber meinen Arcade-Rang behalten und dann irgendwann einen sehr hohen Arcade-Rang haben. Was wirklich interessant ist in diesem Bereich, ist die Waffenbalance, das heißt, wie stark die Waffen im Verhältnis zu anderen sind. Ich bin gespannt, was das genau ist. Es ist noch nicht preisgegeben, welche Waffen hier wie angepasst wurden. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass die SPRS-12-Schrotflinte genervt wurde, weil die teilweise wirklich stark war. Ich bin gespannt, das dann mal im Arcade-Mode zu erleben. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich vermisse hier wirklich ein paar Sachen, bin nicht so glücklich über dieses Update. Das sind halt alles irgendwie nur Fixes über Fixes von irgendwelchen kleinen Bugs, aber das Entscheidende wurde meiner Meinung nach noch nicht getan. Wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video zu Far Cry 5. Bis zum nächsten Mal, euer Fragnarz.